I'm in a dream. That's right, Dolores. You're in a dream. Have you ever questioned the nature of your reality? Es gibt da diese Serie. Viele von euch werden schon von ihr gehört oder sie gar gesehen haben, denn sie hat in ihrer gerade vor ein paar Tagen geendeten ersten Staffel mehr Zuschauer zu verzeichnen als Game of Thrones in seiner Anfangszeit. Die Rede ist natürlich von HBOs Westworld, einer Serie über Videospiele. In gewisser Hinsicht. Was ich damit meine und warum die Serie deswegen für Spielefans wahnsinnig interessant ist, darum geht's in diesem Video. This behavior, we're miles beyond a glitch here. What are your drives? To meet my maker. Ich werde dabei auf Plot-Spoiler verzichten, komme aber natürlich nicht drum herum, ein paar grundsätzliche Details über die Geschichte zu verraten. Daher eine kurze Zusammenfassung. Westworld ist ein irgendwie, irgendwo, irgendwann in der Zukunft erbauter Wildwest-Themenpark, bewohnt von lebensechten KI-Robotern, genannt Hosts. Diese folgen sich immer wiederholenden Handlungssträngen in der Welt, die eine Art Spielplatz für superreiche Besucher ist, die dort nach Belieben Chaos anrichten, Heldentaten vollbringen und ihre sonst unterdrückten Vorlieben ausleben können. Die Hosts sind dabei so programmiert, dass sie den menschlichen Besuchern keinerlei Schaden hinzufügen können und ihre Waffen wirkungslos sind. Stirbt ein Host, wird sein Gedächtnis zurückgesetzt und er beginnt seinen Loop in der Welt von neuem. Schon in der ersten Folge wird jedoch schnell klar, dass das mit dem Zurücksetzen wohl doch nicht ganz so spurlos funktioniert wie zunächst gedacht. Next time in a different life. Bei einem derartigen Konzept sind Parallelen zur Welt der Videospiele natürlich vorprogrammiert. Pun intended. Westworld ist ein zum Themenpark gewordenes Open-World-Spiel wie Red Dead Redemption oder Skyrim, in dem der Spieler sein persönliches Abenteuer und seine moralische Ausrichtung selbst gestalten kann und die Spielwelt und ihre Bewohner dynamisch darauf reagieren. Die zentrale Stadt Sweetwater funktioniert gleichzeitig als Spielerhub und als Startgebiet für neue Spieler, denen dort in diversen Encountern Quests angeboten werden, die in der Schwierigkeit variieren. Wer es langsam angehen möchte, der kann mit dem NPC-Sheriff gemeinsam auf eine Kopfgeldjagd gehen. Einzelgänger können auch alleine nach den Bösewichten suchen oder einfach in die Welt hinausreiten und entdecken. Skyrim-Style. Wem die Geschichte egal ist, der vergnügt sich einfach mit den leichten Mädchen im Saloon oder ballert wild um sich und stiftet Chaos. Ähnlich wie in GTA. Je weiter Spieler sich vom zentralen Hub entfernen, desto höher steigt der Schwierigkeitsgrad der Questgebiete, aber desto spannender und lukrativer werden auch die Abenteuer. An jeder Ecke könnten Geheimnisse oder besonders wertvoller Loot warten. Upgrade. Nice. Grundlage der Welt ist außerdem die für heutige Verhältnisse undenkbar fortschrittliche KI ihrer Bewohner, die festgeschriebenen narrativen Loops folgen, bis sie durch Interaktion mit einem Besucher davon abgebracht werden. Jeder NPC hat bestimmte Grundattribute wie zum Beispiel Intelligenz oder Aggressivität, die sie zusammen mit einer einschneidenden Hintergrundstory zu echten Persönlichkeiten machen, die, wenn von ihrem ursprünglichen Pfad abgebracht, so gut improvisieren können, dass sie für nahezu jede denkbare Situation eine adäquate Reaktion parat haben und als Begleiter auch weit abweichende Reisen und Abenteuer bestreiten können. Alles in allem wirkt Westworld wie das Red Dead Redemption, das Rockstar mit unendlichen Ressourcen und Technologie geschaffen hätte. We know we're not human, but it doesn't matter, because you begin to connect with them, which is the very premise of the show. That at a certain point, it becomes irrelevant whether something is organic or not. Wie weit diese Parallelen wirklich gehen, das wird uns erst bewusst, wenn wir das System kennenlernen und den Streitthemen der Game Master, also der Entwickler, lauschen. Dort geht es um Dinge wie Spielerfreiheit. Wie weit sollte der Spieler gehen können und wie stellt man sicher, dass die geplante Narrative nicht vollständig zerschossen wird? Oder das Thema Illusion. Wie vermittelt man dem Spieler die Illusion, wirklich alles tun zu können in einer Welt, die realistisch und nicht nur ein speziell für das eigene Vergnügen erschaffener Spielplatz ist? Und wie viel Illusion ist dem Spielspaß überhaupt zuträglich oder macht das Spiel nicht gerade deshalb Spaß, weil wir wissen, dass die Opfer unserer Schießereien nicht echt sind?
Videospieldesigner werden um ein mitfühlendes Nicken nicht umhinkommen, wenn der Chefautor des Parks zutiefst gekränkt ist, als sein neu geschriebener Monolog nach ein paar Sätzen durch einen besonders schussfreudigen Gast vorzeitig beendet wird. Der böse Spieler, der das kreative Schaffen des Videospielkünstlers zerstört, weil er nicht richtig spielt. Sicher jedem Videospieltheoretiker ein geläufiger Gedanke. Nachdem wir nun Spielwelt und Entwickler besprochen haben, schauen wir doch mal auf die Spieler. Denn auch dort finden wir uns aus Online-Spielen nur allzu bekannte Spielertypen wieder. Es gibt die Casuals, die sich alles nur mal anschauen wollen, aber auf kein allzu schwieriges Abenteuer aus sind. Es gibt Logan, ein fortgeschrittener Spieler, der aber zu egoistisch für richtiges Teamplay ist. William, der von Kumpels zum Spielen überredet wurde, ohne sich vorher gescheit mit den Spielmechaniken vertraut zu machen. Und dann gibt es noch den mysteriösen Mann in Schwarz, ein Veteranspieler, der das Spiel so lange gespielt hat, dass er es in- und auswendig kennt. Er hat das beste Gear, kennt jedes Geheimnis, weiß, wo alle Quest-NPCs und Mobs spawnen, und wäre Westworld ein PvP-Server, dann würde er im Startgebiet Low-Levels ganken. Seine einzige verbliebene Motivation ist es, die Grenzen des Spiels auszureizen, das System zu brechen, auf der Suche nach einem letzten großen Geheimnis. Wir alle kennen so jemanden, oder? Was ist es, du hoffst, zu finden? Etwas Wahres. Der wohl gravierendste Unterschied zwischen Westworld und einem gängigen Videospiel ist der Verzicht auf einen sogenannten Fail State, den Spielertod, Game Over. Da die Gäste in der Welt unverwundbar sind, fällt ein Grundpfeiler des Prinzips Videospiel weg. Die Herausforderung. So sehr sich Präsentation und Erzählung in Videospielen heutzutage auch entwickelt haben, sie sind und bleiben Videospiele. Man muss sie schaffen, sie lösen, sie durchspielen. Sie haben schwierige Passagen, die man beim Scheitern wiederholen muss. Und wer in Skyrim oder GTA anfängt, wild um sich zu schießen oder zu hauen, der wird früher oder später einer ganzen Übermacht von Wachen oder Polizisten gegenüberstehen und ins Gras beißen. Das passiert in Westworld nicht. Es fehlt die spielerische Konsequenz für unser Handeln. Westworld ist ein Spiel im God-Mode. Aber was zeigt uns Westworld nun wirklich? Den ultimativen Gipfel der Machtfantasie, die auch Videospiele bedienen. Die vollkommen realistische Verwirklichung jener Bedürfnisse, denen wir beim Spielen folgen. All das Heldentum und all die Zerstörungswut. Ist das wirklich die Zukunft der Videospiele? Ich glaube, Westworld wirft eigentlich eine viel interessantere Frage auf. Wollen wir überhaupt, dass die Zukunft von Videospielen so aussieht? Viel mehr als uns die Faszination des Realismus zu vermitteln, fragt uns Westworld, wie viel Realismus kann ein Spiel überhaupt vertragen? Die ruchlose Gewalt gegenüber den Hosts schockiert uns beim Zuschauen, auch wenn wir wissen, dass es Roboter sind. Wollen wir ein Spiel spielen, das so realistisch ist, dass wir das Gefühl haben, auf echte Menschen zu schießen? Mit dem technologischen Fortschritt der Spieleindustrie werden wir uns diese Frage irgendwann stellen müssen. Und selbst wenn die lebensechten NPCs sich zunächst nur auf unserem Screen tummeln und nicht in Lebensgröße vor uns stehen, welchen Unterschied macht das noch? Wenn es sich um eine frei denkende und fühlende künstliche Intelligenz handelt, sind dann nicht die Schmerzen, die wir ihr zufügen, echt? Unabhängig, ob ihr Bewusstsein in einem Robokörper oder in meinem Tower-PC steckt? It's a game. A maze. The goal is to find the center of it. Westworld stellt seine Besucher schon vor Beginn ihrer Reise vor eine Entscheidung. Weißer oder schwarzer Hut? Seid ihr ein Held oder ein Bösewicht? In aktuellen Spielen treffen wir solche moralischen Entscheidungen oft aufgrund von Spielspaß. In einem Spiel wie Westworld gibt es diese emotionale Distanz nicht mehr. Kein schneller Action-Trip zum Abschalten nach einem anstrengenden Arbeitstag, kein Wohlfühlritt durch den Wilden Westen, bei dem der Spielspaß im Vordergrund steht, sondern eine zweite Realität, nur für uns geschaffen. Und so faszinierend dieses neuartige Erlebnis auch wirken mag, ich habe Angst davor, was es in uns hervorbringen wird. Ich weiß zumindest, dass ich mich nach den Eindrücken in Westworld bei meiner nächsten Ballerorgie in GTA nicht mehr ganz so befreit und lustig fühlen werde. We designed every inch of it. We create life itself. It's not a theme park, but an entire world.